Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine richtig leckere und erfrischende Suppe für euch. Die wird nämlich kalt serviert und besteht aus Joghurt, ganz viel Knoblauch und geschälten Weizen. Es handelt sich dabei um ein kurdisches Rezept namens Mehed. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Jedenfalls habe ich das Rezept von meiner Schwiegermama und ich liebe diese Suppe einfach. Deswegen wollte ich sie unbedingt mit euch teilen und hier kommen wir direkt zu den Zutaten. Die wichtigste Zutat ist geschälter Weizen und den bekommt ihr mittlerweile auch in deutschen Supermärkten. Meinen habe ich jetzt aus dem türkischen Supermarkt. Des Weiteren brauchen wir noch hochprozentigen Naturjoghurt sowie etwas kaltes Wasser, reichlich Knoblauch und Salz. Los geht's auch schon mit der Zubereitung. Also ich finde, diese Suppe ist wirklich total easy. Das bekommt jeder hin. Zunächst einmal muss der Weizen richtig gründlich gewaschen werden, und zwar so lange, bis das Wasser klar ist. Danach gebe ich ihn zusammen mit dem Salz in einen Schnellkochtopf und gieße das Ganze mit reichlich Wasser auf. Im Schnellkochtopf braucht das Ganze aber nur etwa 30 bis 40 Minuten, deswegen lege ich euch diesen auf jeden Fall ans Herz. Es gibt aber wohl auch schon Weizen, der nicht so lange in der Kochzeit benötigt, da müsst ihr einfach mal in den Supermärkten schauen. Die Zwischenzeit nutze ich und bereite schon mal den Joghurt vor. Hierzu kommt dann der gepresste Knoblauch sowie Salz und am Ende wird das Ganze noch mit ein wenig Wasser verflüssigt. Mit Knoblauch braucht ihr hier auch wirklich gar nicht sparen. Ich finde nämlich, je mehr Knoblauch, desto leckerer die Suppe am Ende. Und auch mit dem Salz solltet ihr zwischendurch einfach mal abschmecken. Nach etwa 30-minütiger Kochzeit ist der Weizen auch schön al dente gekocht und ich mag es wirklich gar nicht, wenn der bereits matschig ist. Das ist wie bei den Nudeln, je bissfester sie sind, desto leckerer sind sie und ich persönlich mag den Weizen bissfest. Seht, da ist noch reichlich Wasser übrig geblieben, das gieße ich jetzt ein wenig ab und der Weizen sollte am Ende nur leicht mit Wasser bedeckt sein, also auf gar keinen Fall alles abgießen. Und so sieht er dann nach der Auskühlzeit aus. Er ist wunderbar eingedickt und auch die Flüssigkeit hat sich ein wenig aufgelöst. Ich persönlich gebe da noch einige Eiswürfel hinzu. Die Suppe soll ja bekanntlich kalt serviert werden und die helfen einfach, dass die Temperatur schneller runterkühlen kann und die Suppe richtig schön eiskalt wird. Zu guter Letzt füge ich dann noch die Knoblauch-Joghurtsoße mit hinein und dann wird alles richtig gut zusammen verrührt. An dieser Stelle könnt ihr dann nochmal abschmecken. Bei mir hat noch etwas Salz gefehlt und mir war das Ganze auch noch nicht knoblauchlastig genug. Deswegen habe ich da auf jeden Fall nochmal eine große Zehe Knoblauch mit hineingepresst. Und da uns die Suppe gut durchgekühlt am besten schmeckt, wandert sie jetzt noch für etwa 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Somit lässt sich diese Suppe auch wunderbar vorbereiten. Wir genießen sie am liebsten nach dem Essen und zwar als so eine Art Nachspeise, kann man sagen. Sie ist richtig schön erfrischend und eignet sich bestens für die heißen Sommertage. Probiert sie unbedingt mal aus, denn sie ist auch noch super gesund, enthält viele Ballaststoffe und ist zudem noch kalorienarm. Also traut euch da ruhig ran. Das war es dann auch schon mit dem leckeren Rezept. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, als auch ein Abo auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe bis zum nächsten Video. Tschüss!